Und hier noch ein weiteres wunderbares Flash-Game, Effenworm. Ja. Wer ein bisschen Blut nicht vertragen kann, sollte hier nicht mehr mitgucken, denn Effingworms ist ein ziemlich interessantes Spiel. Schritt 1, essen. Schritt 2, wachsen. Schritt 3, Schritt 4, Profit. Wer mir sagen kann, woher das kommt, nicht genauso mit diesen Wörtern, aber trotzdem, der kriegt einen Gummipunkt. So, wir können uns also fortbewegen und rausspringen und Menschen fressen, wenn ich es richtig machen würde. Ungefähr so. Hunde und Kühe sind natürlich auch gerne gesehen. Hunde mit Menschen. Hauptsache, wir essen etwas. Polizist? Ja, es ist ein Polizist. Das sind unsere ersten Gegner im Spiel, die Polizisten. Die mögen uns nicht so ganz gerne. Ja, und wir sind größer geworden. Unsere Fütterung ist vollständig und Kühe feiern uns. Ach, wie schön. So, nun kommt das, was man sich auswählen kann. Möchte man eine... Ja, möchte man sanft durch den Sand gleiten können oder wenn man... ein doch sehr raue Haut haben, dass man 50% mehr Gesundheit hat und an erinnert wird. Naja, wir nehmen die raue Haut. Ist der Polizist auf einer Kuh rumgeritten? Ja, Rampage bedeutet einfach nur mehr Tempo, mehr Zerstörung. Versuchen wir mal. Moment. Geht definitiv Paraglider zu töten. Oh, und geschickt über die Mine gesprungen. Oh yeah. Paraglider getötet. Ich mag das Spiel. Wir haben Hunger und wir holen uns was zu essen. Und springen volle Kanne in 4 Minen rein. Das ist natürlich unschön gewesen. Keine Ahnung, wie der andere Paraglider das jetzt gerade überlebt hat. Na, Bombe wollen wir nicht. Bombe wollen wir nicht. Wow. Hat mir das dann noch Schaden gemacht? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich hoffe mal nicht. Fütterung vollständig. Die Kühe opfern sich wieder unserer Gesundheit. Und jetzt, nee, jetzt sind sogar peace-liebende Menschen. Das haben wir ja. Eine Fettschicht oder Adrenalin. Fettschicht sorgt dafür, dass wir keine Schmerzen durch Hunger kriegen. Wenn wir zu viel Hunger haben, kriegen wir Schmerzen scheinbar. Oder wir sind zweimal so schnell mit Adrenalin, wenn wir mal in einen Rampage verfallen. Außerdem kann man natürlich auch sagen, man mag sein Wurm, wie er ist und braucht sich nicht zu holen. Wir nehmen mal die Fettschicht. Also haben wir im schlimmsten Fall keinen Hunger mehr. Und hier haben wir neue Gegner. Panzer. Aber nicht nur Panzer, sondern auch noch Buggies. Das ist der Moment, in dem wir richtig loslegen müssen. Hier müssen wir alles zerstören, was da ist. Denn die Leute mögen uns nicht so wirklich. Ich verstehe zwar nicht ganz genau, weil wieso. Ich habe jetzt gehofft, dieser Jetman, Jetpack-Typ könnte uns das sagen, warum er uns nicht mag. Aber nee, die mögen uns einfach nicht. Ich habe mich noch versucht, ihrer Kultur anzupassen, aber nun gut. Wie sie wollen. Ja, schade. Aber ihr seht, wir sind gigantisch. Und das jetzt schon. Das ging schnell, wie ihr seht. Aber Panzer bringen auch sehr viele Punkte, von daher ist das irgendwie klar. Was haben wir hier? Aerodynamisch, mehr Schnelligkeit oder nach außen gerichtete, also nach innen oder nach außen gerichtete Stacheln, denn die sind sehr spitz und töten besser. Daher haben wir jetzt Stacheln. Und Helikopter, die gegen uns sind. Sowas muss natürlich zerstört werden. Sieht doch schon mal so gut aus. Was hier so alles gleichzeitig getötet wird. Allein durch die Stacheln wird natürlich jetzt deutlich mehr vernichtet. Sollte natürlich nicht immer rauskommen, wenn gerade die Bomben fallen.
Und tschüss, Helikopter. Was sind das, Boba Fetts? Es gibt sogar noch Peace-Typen hier. Hola, Rio. Wow. Min, min, min. Gibt's hier nichts mehr zu fressen? Hallo? Yay. Und den kleinen Boba Fett. Das war's dann. Sehr schön. Klein und agil. Oder noch mehr Gesundheit. Aber sieht ein bisschen doof aus. Machen wir mal klein und agil. Wir haben einen kleinen agilen Schwanz. Und Killer-Roboter, die man fand. Nun gut. Oh yeah. Einfach nah an der Oberfläche bleiben und alles vernichten, was da ist. Fertig. Yeah. Mit der Größe funktioniert es zumindest sehr gut so. Ah, mehr Geschwindigkeit. Ah, ich habe sogar einen Bomber vom Himmel geholt. Was sagt man dazu? Und Ende. Yeah. Was können wir jetzt haben? Fetter Kopf, minus 30 Bombenschaden oder ein größerer Mund. Besser zum Kauen. Besser zum Kauen. Oh yeah. Level 6. Ja, doch. Besseres Mundwerk zum Kauen hat schon etwas für sich. Ja, ein paar Jets vom Himmel geholt, sehr gut. Ein Helikopter vom Himmel holen. Ja, noch ein Jet. Ja, wir sind gigantisch. Und so viel zum Helikopter. Arr, arr. Das ist der letzte Checkpoint. Wir können uns kleine Flügelchen holen, die uns mehr Score geben, oder Badass Flügel, ja, damit können wir fliegen. Ja, theoretisch ist das jetzt das Ende des Spiels. Wir sind jetzt im Sandbox-Modus, wir können jetzt machen, was wir wollen. Wir können so ein bisschen durch die Gegend fliegen, ganz langsam. Wir können aber immer noch größer werden. Sollte ich jetzt sterben, ist es allerdings egal, weil jetzt habe ich euch im Prinzip alles gezeigt, was es zu sehen gibt in diesem Spiel. Und yeah, Badass Größe und wir sterben trotzdem, weil wir natürlich die ganze Zeit angeschossen werden. Und das ist ein schönes Ende für dieses Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Flash Game wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!